Herzlich willkommen zur nächsten Folge Stadion Talk. Wir sind heute wieder in Leipzig bei Jamal Sihane. Der Mann ist schon 10 Jahre bei Lok Leipzig und ist eine echte Vereinslegende. Auch deswegen wird dieses Video heute eine kleine Art Liebesbekundung an seinen Verein. Bleibt gespannt, der Mann hat viele spannende Geschichten zu erzählen. Unter anderem dieses Jahr DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Also bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag. Eine neue Folge Stadion Talk. Freut mich riesig, bei Lok zu sein, bei einer absoluten Lok-Leipzig-Legende. Jamal, erstmal grüß dich. Servus. Vielen lieben Dank, dass wir hier sein dürfen. Sehr Es ist gerne. echt eine sehr, sehr, sehr große Ehre. Ja, Jamal, schon das 10. Jahr bei Lok Leipzig. Was macht den Verein so besonders? 10 Jahre ist ja nun doch eine Zeit, du hast viel erlebt, viele Erfolge gefeiert. Was macht der Verein für dich so besonders? Also ich bin ja Leipziger und dadurch hat man ja die Vereine hier sowieso schon immer auf dem Schirm, auch als Kind. Verbindet eine sehr große Tradition, eine sehr große Geschichte. Sehr, vor allen Dingen damals, hohen Fußball. Höher konnte man ja nicht spielen, Europacup und alles. Eine extreme Dynamik. Ja, immer was los, immer Action, sage ich jetzt mal. Positiv wie natürlich auch teilweise negativ, leider. Aber eine riesen Fanbase für einen Viertligaverein. Ja, sehr familiär. Ich fühle mich sehr wohl immer noch. Und darum bin einer, der muss sich auch wohlfühlen, wenn er Fußball spielt irgendwo. Und ja, da wo ich bis jetzt war, war ich auch immer relativ lange. Ich war dann mal 5 Jahre in Cottbus, dann hierher und seitdem hier. Und ja, Verein, denke ich, gehört zu Leipzig. Und jeder kennt ihn, ich würde jetzt mal übertrieben sagen, fast weltweit, Ja. irgendwo immer ein Name. Gerade Große Kraft, ja. durch damals, durch die Erfolge auch und Ja, überragend, wirklich. 264 Spieler, ich glaube 118 Tore, das spricht natürlich für sich. Und da haben wir schon die erste Videobotschaft. Mit denjenigen hast du auch mal zusammengespielt und der hat eine Frage an dich. hey Mali, grüß dich. Ich freue mich riesig, dass du Gast bist bei uns bei Stadion Talk. Und ja, wenn man an die Regionalliga Nordost denkt, dann kommt man natürlich an deinem Namen auch nicht vorbei. Wenn man sich deine Statistik mal anguckt, dann ist es schon wirklich sehr bemerkenswert. Und da sind wir auch schon bei meiner Frage. Wie fühlt sich das an, so vereinstreu zu sein, wenn man seit nunmehr fast 10 Jahren bei dem gleichen Verein spielt und doch das ein oder andere Angebot ausgeschlagen hat? Ja, was hat immer den Ausschlag gegeben für Lok Leipzig? Das würde mich wirklich mehr interessieren, weil ich weiß ja, dass wir auch an dir dran waren damals mit dem Chemnitzer FC. Von daher, warum immer Lok und nicht mal ein anderer Verein? Das würde mich interessieren. Gut, mein Lieber, ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder. Das würde mich riesig freuen. Und ja, sportliche Grüße. Ciao. Wir sind gespannt. Eine sehr gute Frage, wurde mir auch schon oft gestellt. Ich bin ehrlich, ich rede nicht gern drüber, was man hätte machen können und was man für Angebote hätte haben können oder hat man gehabt. Ja, wenn ich danach gefragt werde, kann ich darauf antworten. Ich hatte auf jeden Fall aus einer Etage höher mal ein Angebot, was einem natürlich sehr dann auch zum Überlegen bringt. Das ist einfach so. Nicht, weil man dann irgendwie weg will, sondern weil man natürlich auch merkt, okay, man wird ja älter, wie oft hast du die Gelegenheit noch? Ja, ich habe es gerade schon vorher gesagt, ich bin einer, der muss sich sehr wohlfühlen und das tue ich hier extrem. Ich bin aus Leipzig, meine Familie ist hier, meine Freundin ist hier und ja, es hat einfach immer gepasst. Ich sage jetzt mal, das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass man hier jetzt nicht reich wird. Das heißt jetzt nicht, dass man hier gar nichts kriegt und so, aber klar gab es von woanders auf jeden Fall, von anderen Vereinen Angebote, wo man hätte vom Geld her auch mehr kriegen können. Das ist auch klar. Das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis. Man muss dann abwägen, was für einen am besten ist und was Sinn macht, sage ich jetzt mal. Und das macht es für mich hier am meisten. Ich fühle mich hier sehr wohl. Klar, viele machen den Spaß, dass ich dann so ein Heimscheißer bin und so, aber ich mag das halt, in einem Umfeld zu sein, wo ich mich sehr wohlfühle und ja, das tue ich hier. Ich weiß, was ich am Verein habe. Der Verein weiß, glaube ich, was ich mitbringe. Und natürlich hat das auch Vor- und Nachteile. Wenn man lange da ist, kriegt man viel mit, ist oft ein Ansprechpartner, muss vielleicht auch, wird in manche Dinge vielleicht auch mit reinbezogen, weil man ja die Zeit auch davor kennt und
Ja, aber ich wollte das so und habe das immer mit voller Überzeugung gemacht, jedes Mal verlängert. Freue mich, dass der Verein mir immer Vertrauen schenkt und ich glaube oder versuche das auch jedes Mal, jedes Jahr zurückzuzahlen. Das klappt dann in Toren mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, jetzt die Hinrunde ein bisschen weniger, aber ich denke, das gehört dazu. Ja, ich liebe den Verein halt über mit allen Facetten, positiv wie negativ, das gehört dazu. Und deswegen fühle mich sehr wohl. Das ist der größte Punkt. Aber kam das ein oder andere Mal natürlich auch ins Überlegen. Man muss sich das ja immer dann gut durchdenken, Natürlich. was alles dazugehört, was Sinn macht, will man nochmal wegziehen. Vielleicht hat man mit dem einen oder anderen Verein auch, muss man ehrlich sein, mehr Ambitionen, weil du dort ein größeres, eine größere Professionalität hast in den Strukturen und in der Ja. Wirtschaft und auch in den Bedingungen. Das ist so. Ich glaube, hier wird Fußball noch gelebt. Das sieht man auch ein bisschen, obwohl sich am Gelände schon viel getan hat. Aber ich habe es dann immer mit voller Überzeugung verlängert, weil mein Traum ist oder war auch immer, mit Lok den Sprung zu schaffen. Waren wir ja leider mal ganz knapp Ganz dran, krass, ja. aber Echt schade. ja. Aber es ist wirklich beeindruckend, wenn man dann, wenn er später mal, wenn deine Karriere zu Ende ist und die Fans, wir haben ja in der Vorbereitung auf die Folge auch mit vielen Fans gesprochen und du hast ja ein unwahrscheinliches Standing bei den Fans und ich denke mal, das ist mehr wert wie alles Geld der Welt wahrscheinlich auch. Das gibt es ja auch nicht mehr so oft, gerade jetzt in der Regionalliga oder dritte Liga, dass man wirklich 10 Jahre bei demselben Verein spielt. Also erstmal bockstark dafür und da freuen sich auch viele Fans, die Worte, die du eben gesagt hast. Ja, ich meine, wir brauchen sie nichts vormachen. Wir haben jeden Tag Training, mehrmals manchmal am Tag, dass man da ein paar Euro kriegt und dass man das auch einige aufs Geld dann auch gucken oder dass teilweise aufs Geld geguckt wird. Dafür kann man ja manche nicht vor übel nehmen. Reich wird man, denke ich, in der Regionalliga nicht. Das ist auch bekannt, auch wenn das bei Lok immer viele denken. Da gibt es, glaube ich, in der Liga einige, die mehr investieren, wo du wahrscheinlich ein paar Euro mehr kriegst. Ja, muss dann jeder selber abwägen. Ist jetzt nicht so, dass man hier verhungert, so ist es auch Ja. nicht. Aber ja, ist nach außen hin immer so, wir sind der große Profi-Club. Ja, fehlt schon, glaube ich, noch ein bisschen dazu. Die Zeit war mal Aber für 2, 3 Jahre Tradition, da, aber ja. brutale Tradition, aber Ja. ja. Ich würde gerne weitermachen mit dir mit einem kleinen Entweder-Oder-Spiel. Ich würde einfach mal anfangen: Grün-Weiß oder Blau-Gelb? Blau-Gelb. Ja, weil Fußballschuh oder Laufschuh? Fußballschuh. Stehplatz oder Loge? Kommt aufs Spiel drauf an, bin aber ehrlich gesagt, liebe ich das sehr, Stehplatz auswärts. Ja, das Ah, mag okay, ich. Fender, ja. Stollenschuh oder Nocke? Stolle. Jawohl. Torschusstraining oder Spielform? Spielform. Okay. Messi oder Ronaldo? Ganz klar, Ronaldo. Okay, sehr gut. Harte Arbeit. Ja, das ist wirklich so. Ich bin kein Ronaldo-Fan, aber was das angeht, ist für mich. Hast du ein sportliches Vorbild, wenn wir einmal dabei sind, so der dich wirklich imponiert, wo du Also es sagst, war damals Henri, Thierry oh, Henri, wo ich noch kleiner war. Jetzt ah, bin guck ich an, nicht ja. so der Wahnsinns-Fußballinteressierte, aber natürlich positionsgetreu. Ja. Immer so die oberstes Regal Lewandowski, Ja. Benzema, das ist natürlich absolute Spitze. Ich mag aber auch so einfachere Spieler wie Burgstaller damals zum Beispiel oder Ja, sowas. Oder der war auch. Terodde zum Beispiel, absoluter Boxstürmer. Ja. Ja, Rheuma Kai auch. Mario Gomez halt, ja, man fühlt sich ja dann irgendwie so ein bisschen in diese Position hieven, Neuner-Position ja. so und guckt dann natürlich auch mal drauf, wenn man Fußball guckt. Aber eigentlich war nur so Thierry Henry und jetzt bin ich ein bisschen Bayern-Sympathisant, daher Sehr Lewandowski, gut. Kane natürlich auch unfassbar, ja. Ja. Aber ja, so die gibt es jetzt keinen einzigen außer Henry damals. Da komme ich schon zur nächsten Frage. Wer war so, wenn du jetzt alles durchgeht, dein stärkster Gegenspieler, den du bisher in deiner Karriere hattest? Das, ja, Der dir das. so in Erinnerung geblieben ist oder wo du denkst, oh, gegen den will ich nie nochmal spielen. Ja gut, wenn man DFB-Pokal gespielt Ja. hat und das mal mitmachen durfte, das ist natürlich, da Hasebe hinten drin im Pokal hier, das war schon, oder Koch, Ja. das sind natürlich schon ein paar Kanten, die kennst du aus dem Fernsehen und ich sage jetzt mal, manche sehen ja auch im Fernsehen nicht immer so aus, aber.
ist schon gute Stabilität dabei. Ich bin ja auch ein sehr körperbetonter Spieler, der Ja. auch im Zweikampf dann mitgeht und so. Und das merkt man schon. Aber hast in der Regionalliga natürlich auch sehr gute Jungs. Ich spiele nicht gerne gegen Zicke, ja, weil ich weiß, wir ich spiele Jonas Hildebrand von Ja. Cottbus. Stimmt. Für mich auch ein Top-IV. Training lasse ich jetzt mal raus, eigene Mitspieler, weil man da ja nicht so spielt, wie man spielt. Aber Ja, sehr interessant. ja. Da gibt es schon einige, glaube ich, in der Liga. Der Zeiger Ja. von Babelsberg jetzt ist ja Babelsberg. auch eine gute Kante, immer gute Duelle und so. Man gibt sich dann auch immer die Hand. Und ja, gibt Das ja so macht's auch Typen, aus. die ein bisschen wehtun. Und wenn du als Stürmer selber immer einen Körperkontakt aufsuchst, dann tut es natürlich auch dann bei dem einen oder anderen mal mehr weh. Gibt schon ein paar. Aber ich glaube, die spielen auch nicht so gerne gegen dich. Ja, manche belieben das vielleicht auch, aber wenn man jetzt natürlich die Spiele gegen Leverkusen und Frankfurt, da merkst du schon, dass das Ja, nochmal eine andere gefühlt eine andere Nummer. Sportart ist. Ja, Jamal, ich würde weitermachen. Ihr seid damals Meister geworden, 2020, und habt eine unglaubliche Saison gespielt. Und was viele Fußballfans unverständlich ist, mir auch, wie man da nicht aufsteigen kann oder wie der erste Platz genommen wird, Meister zu werden. Wie hast du das damals erlebt, die Phase, dann die Relegationsspiele? Ich hatte das ja schon vorher jahrelang erlebt und verfolgt. Ne? Wenn du Fußball spielst auf dem Niveau oder auf dieser Ebene, wo es eine Relegation gibt, dann guckst du dir natürlich auch vorher schon immer die Spiele an. Und fand das schon immer totaler Quark und totalen Quatsch. Und jeder, der da mal eine Sporthose anhatte, der weiß auch, dass es einfach nicht geht. So, und das wissen wahrscheinlich welche, ohne mich jetzt mir die Zunge zu verbrennen, im Bürostuhl, die irgendwo sitzen, wissen das vielleicht nicht. Aber da gehört so viel Geld, Planung, Herzblut, Kraft und so dahinter, um irgendwann am Ende da oben zu stehen. Ich sehe persönlich die Regionalliga Nordost, nicht weil ich dort spiele, sondern allgemein auch mit zu den stärksten Regionalligen. Und Definitiv, ja. wir sind seit damals durch diese Corona-Abbruch dann durch den Quotienten auf den ersten Platz gerutscht. Und ja, auch wenn es wir, ich habe es auch vorher gesagt, auch wenn wir es geschafft hätten, das ist, und er sagt das vorher und wird das auch immer sagen, es kann einfach nicht sein, dass ein erster Platz ein Meister nicht aufsteigt. Ist Das darf es nie unbegreiflich. geben. Das ist völliger Quatsch. So eine Regelung macht überhaupt keinen Sinn. Das siehst du auch jedes Mal, auch hätten wir es geschafft und Ferne, ich bin nicht der gleichen Meinung. Zwei so eine Spiele, ist einfach, es funktioniert nicht. Entweder machst du es so, dass du fünf Staffeln hast und du hast fünf Aufsteiger, fünf Absteiger. Oder du musst halt eine auflösen und die wird aufgeteilt, dass du bei vier bleibst. Es kann nicht sein, dass du so viel ein Jahr lang Arbeit Energie. für die Katz. Man darf sich ja auch nicht, man darf ja auch nicht vergessen, dann, es können ja so viele Umstände passieren vor den Spielen, dann können, wenn du dann, sagen wir mal, man spinnt das hoch, zwei, drei Jungs haben Probleme, verletzt, krank, irgendwas, dann hast du eine ganze Saison vielleicht abgerufen und schaffst es in den zwei Spielen dann nicht. Wir sind ja auch durch zwei Unentschieden am Ende nicht Ja, aufgestiegen. ganz, ganz Ein bitter. Jahr später wird dann die Auswärtstorregel abgesetzt. Das ist natürlich alles, ja, Sehr unglücklich. ja, und auch wenn man sich die Tore anguckt, die Gegentore und so, wie die dann gefallen sind, das ist schon ein bisschen schwierig. Ohne Fans alles. Und es war schon eine schwierige Zeit, als dann wir auch ja, das nicht geschafft haben. Bin ich auch ehrlich, wusste man ab dem Zeitpunkt auch, dass nie wieder die Mannschaft so dastehen wird, wie sie dasteht, weil man wusste, dass es für viele die letzte Chance war. Wir hatten sehr viele, die so um die Ende 30, 30 waren. Ja, und dann wusste man, okay, die Truppe kannst du nicht zusammenhalten, wirst du nicht zusammenhalten. Patrick Wolf, Steini, Paul Schinke, Robert Zickert, ich, David Urban, alle so erfahrene Mannschaft, Ende 30 irgendwas, und da wusstest du, okay, hat man ja auch vorher ein bisschen Ja. kommuniziert, dass wie auch immer man das nicht schafft, dass dann sich viele Wege trennen. Darum war es umso trauriger. Ich bin auch ehrlich, ich habe dann auch überlegt, ob ich aufhöre, ob das noch Sinn macht, weil Echt, du dir ja. ja für Momente schon, weil du dir ja, also für auf Kann dem man sagen, es war Niveau, dein schlimmster Moment deiner Karriere? Kann man das so? ja, auf jeden Fall. Also Ja. ich kann mir das nicht. Ja, das ist, man weiß ja, die Chance mit dem eigenen Verein hochzugehen, wo du schon A lange bist und das überhaupt zu schaffen, die wirst du so schnell nicht nochmal kriegen, sieht man ja jetzt auch.
dass da so viele Umstände dann, das war schon sehr hart. Da ging es mir auch lange nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Es beschäftigt ja einen dann auch irgendwo privat. Man hat viele Kumpels, viele Freunde, man wird immer damit konfrontiert. Ich war dann auch schon ja ein paar Jahre da. Ja, du überlegst dann schon, ob das noch Sinn hat, weil was für eine Riesenchance willst du noch kriegen? Und ja, da hat man schon ein bisschen ans Aufhören gedacht. Also es ist jetzt nicht, dass ich gesagt habe, ich höre morgen auf, aber man hat auf jeden Fall drüber nachgedacht, macht das Sinn? Keiner wusste, wie es hier weitergeht, das muss man auch dazu sagen. Es hatte zu dem Zeitpunkt nur einer da nach Vertrag. Wir haben ja am 30. gespielt und auf der Rückfahrt von Ferl an nach Abpfiff, weil wir so lange zurückgefahren sind, waren wir dann quasi arbeitslos, weil das ja dann nach 0 Uhr war sozusagen. Ja, das war schon... keine leichte Zeit. Nee, das war schon echt schwierig. Aber kommen wir mal zu den positiven Sachen. Jetzt haben wir das Negative abgearbeitet, was wirklich mir gerade sehr imponiert hat, wie frei du darüber gesprochen hast, was brutal interessant ist. Dein schönster Moment deiner Karriere, kann man sagen, die zwei Landespokaltitel mit Lok? Ja, damals der Aufstieg aus der Oberliga ohne Niederlage war schon gut, aber da gab es ja nicht den einen Moment so, sondern ich würde sagen, es war schon das Pokalfinale gegen Chemnitz beim 1-0 Verlängerung. Also der erste Pokaltitel, das war schon in Unterzahl lange mit Verlängerungen. Vom Spielverlauf her, klar, leider ohne Fans, das war schade wegen der Corona-Zeit. Aber das war schon der erste für dich Titel. Persönlich noch, ja, und für den Verein auch natürlich nach so langer Zeit mal ein Pokal. Das war schon, wenn man das heute noch sieht, das kriegt man manchmal so vorgeschlagen oder man sieht irgendwo nochmal ein Video oder so. Das war schon sehr extrem emotional. Natürlich der zweite Titel auch. Mit Zuschauern. Ja. Mit Zuschauern, ausverkauftes Haus zu Hause, das Spiel gegen Frankfurt, wo du genauso weißt, das musst du genießen, weil A, bist du in einem Alter, wo du weißt, ob es nicht nochmal kommt und B, weiß man ja die Jahre davor, wie schwer das war, überhaupt den Titel zu holen, den wir jetzt so in kurzer Zeit zweimal hintereinander geholt haben, wo sich jeder Lok-Fan, glaube ich, kaum seinen Augen trauen konnte, dass man in so kurzer Zeit dann auf einmal zweimal den Titel geholt hat, was das eigentlich auch für Meilensteine sind. In diesem Pokal, was für mich auch einer der schwersten Pokale ist, mit Dynamo Aue, Zwickau. Ja, das waren schon, ja, muss man sagen, das war schon der schönste Moment, würde ich sagen. Pokalfinale, Chemnitz 1-0, Verlängerung, ja. Du hattest natürlich viele Mitspieler in deiner Laufbahn und ich möchte dir auch einen ehemaligen Zimmergenosse, möchte dir was sagen, der gerade im Trainingslager in der Türkei ist. Kann ich mir denken, ja. Vielleicht kannst du dich mal raten. Vielleicht kommst du drauf. Wenn es Zimmergenosse ist, der im Trainingslager ist, müsste es ja dann Berg sein. Jawohl, 100 Punkte. Ich würde ihn gerne mal. Ja, habe ich erst in früh Kontakt gehabt. Ja, Mali, grüß dich. Wie gesagt, ich wurde gefragt, ob ich eine Videobotschaft für dich aufnehmen kann. Ja, wie du siehst oder wie du weißt, sind wir gerade im Trainingslager. Und ja, wir haben ja sehr viel zusammen erlebt, haben ja das Vergnügen gehabt, 5 Jahre zusammen zu spielen. Und ich hoffe, dein Kopf tut nicht allzu weh von den 5 Jahren, wo ja manchmal nicht so sanfte Bälle auf deinen Kopf eingetroschen sind von mir. Aber ja, es gibt ja ein paar Geschichten, die ich oder Besonderheiten von dir, die ich gerne erzählen würde. Ja. Wie Jamal halt auch weiß, glaube ich, als Mannschaftskollege weiß man immer ganz genau, wenn es zu den Spielen rausgeht, dass Mali eine besondere Rituale hat und er sich sehr viel Zeit nimmt, weil er die Sachen ganz genau so macht wie in jedem Spiel. Und ja, da gab es auch schon mal den einen oder anderen Trainer, wo wir eigentlich noch früher rausgegangen sind wegen Jamalo, weil wenn wir vor den Spielen halt ganz normal rausgegangen sind, war Mali halt immer 2-3 Minuten immer später da, weil ja, er hat besondere Rituale. Das kann er dann mal in Ruhe selbst erzählen. Und da hatten wir auch manchmal auch das Vergnügen, als Mannschaft uns schon eher fertig zu machen, damit Jamal dann halt auch pünktlich zum Einlaufen rauskommt. Und ja, sonst, ja, wie gesagt, sehr viele schöne Momente gefeiert, ist auch ein kleines Leckermönchen, ist gerne Süßes, sieht man ihn nicht an, aber bei Gummibärchen kennt er keinen Halt und ja, hatte ich auch im Trainingslager immer das Vergnügen,
dass ich selten was mitnehmen durfte, auch musste, weil wir waren ja immer Zimmerkollegen und da wusste ich ganz genau, auf eines immer Verlass, wenn ich was Süßes brauchte, war die Schublade immer voll gewesen. Von daher, Jamal, ja, das war so eine kleine Geschichte, die ich gerne erzählen würde. Jamal, wir sind gespannt. Sehr cool. ja, also ist bekannt, dass ich erstmal Gummibärchen sehr liebe, aber ja, das stimmt. Ich hatte immer einen sehr guten Proviant mit. Das wusste jeder, da kam auch immer jeder vorbei, der was wollte dann. Oder wenn wir immer bei uns Nintendo dann gespielt haben, bei Trainingslager oder so, war dabei ein bisschen was genascht. Natürlich so, dass es passt im Rahmen, aber gehört dazu. Das stimmt, da wusste Bergs oder im Bus hinten immer jeder. Das ist auch heute noch so. Teile ich gern, weiß immer jeder. Zu den Ritualen, ja, das weiß auch jeder, der mit mir zusammengespielt hat, dass ich da eine absolute Meise habe. Das ist auch teilweise übertrieben, aber ich glaube, jeder Fußballer kennt das ein bisschen oder hat mit vielen zu tun, die sowas haben. Ich bin halt sehr, sehr abergläubisch. Das heißt, wenn irgendwas läuft oder so, dann halte ich das bei. Das hat nicht immer nur was mit mir zu tun, persönlichen Erfolg, sondern auch als Mannschaft, wenn wir lange nicht verloren haben oder gewonnen oder man dann selber mal ein Tor geschossen hat und irgendwie so, dann ja, zieht man den Schuh halt so an und nochmal auf und nochmal zu. Und Benny Kirsten zum Beispiel hatte mir mal damals erzählt, er hat sich die Hose ganz normal angezogen, wie immer. Die ging auf, an die Schnur, die hat er die zugemacht, hat in dem Spiel 2 Elfmeter gehalten. Seitdem hat er sich die Hose immer wieder zweimal dann zugemacht. Geil. Nur so als Beispiel. Da gibt es, glaube ich, viele auch jetzt noch, die das so ein bisschen haben. Bei dem einen fängt es halt an, der geht mit dem rechten Bein aufs Feld oder ja, irgendwie sowas. Ja, sowas habe ich nicht. Ich habe halt einfach beim Anziehen ein paar Macken und ja, da habe ich dann für einiges immer ein bisschen länger gebraucht. Dann mussten die Jungs warten, dann sind wir dann schon teilweise ein paar Minuten eher raus zum Aufwärmen, damit wir dann hinterher mehr Zeit haben. Naja, das geht jetzt nicht mehr so krass, weil jetzt ich Kapitän bin, dann bist du dann immer mit vorne als Erster und gehst raus. Deswegen, aber ja, das haben wir heute noch und da haben wir auch noch ein paar Mitspieler so. Ich kann jetzt, oder ja, gibt es viele, ich gehe immer auf die gleiche Toilette hier bei Lok vorm Spiel oder ans gleiche Waschbecken oder ja, da gibt es einiges. Fällt ein, auch im Alltag habe ich das ein bisschen, ja, immer die gleiche Boxershorts, die ich zum Spiel anziehe und die gleichen Socken, also natürlich gewaschen, aber immer die gleiche und ja, oder hatte immer so ein privates T-Shirt, was ich dann zu jedem Spiel immer zum Fußball, also wenn ich zum Spiel gefahren bin, hin, hier zu Lok, bevor wir unsere Präsi-Sachen angezogen haben, was ich dann immer, ja, Patrick Wolf, der hatte sich mal sehr lustig gemacht oder aufgeregt, haben uns totgelacht, es war lustig. Ich war am anderen Ende der Stadt sozusagen, ja, und musste zum Spiel und bin aber immer zu den Spielen linksrum gefahren zum, okay, Stadion auf die Prager Straße, also von vorne rein. Ja. Und normalerweise wäre der kürzeste Weg gewesen, da hinten reinzukommen, die Straße über Lößnig hinten reinzufahren. Bin ich extra den Umweg gefahren über die Prager Straße vorm Spiel und bin dann hier vorne. Das weiß er bis heute noch, haben wir letztes Mal drüber geredet, weil ich auch immer den gleichen Weg, also die du kannst ja von Lok, ja, bei beiden Seiten kommen, immer von dort gekommen. Und das habe ich dann auch davor gemacht und habe auch den Umweg in Kauf genommen. Ja, das ist, manchmal hast du mal das so. Ich finde das überragend, ich finde das richtig cool. Manches lässt danach, dann machst du was anderes oder so. Aber ich denke, viele Fußballer kennen das oder überhaupt viele Sportler wissen das und ja, bei mir ist es halt ein bisschen extremer. Aber richtig, richtig cool, muss ich sagen. Ja, bevor wir erstmal, hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich würde gerne, wir sind gespannt auf deine Traumelf. Mhm. Wir sind jetzt aber gespannt auf seine Top-Mannschaft, weil er schon mit vielen geilen Fußballern zusammengekickt hat. Ja, Jamal, das Wort geht an dich. Schwer. Ja, also ich habe mir so aufgeschrieben, ich will natürlich keinen vergessen. Das ist auch eine Mischung aus Freundschaft, Qualität, Erfolgen logischerweise. Also ich habe ja auch in der Oberliga mit Leuten zusammengespielt, die top waren und die, mit denen ich halt aufgestiegen bin, was ein absolut großer Meilenstein für uns oder für den Verein und für mich war. Deswegen gehe ich mal querbeet durch. Bitte fühlt sich keiner auf den Schlips getreten, den ich vergesse. Wie gesagt, das ist auch eine Mischung aus Freundschaft und ja, natürlich in unserer Mannschaft auch ein paar dabei, die es jetzt vielleicht nicht gibt, mit denen ich aber auch erst ein halbes Jahr oder so zusammenspiele. Das muss man natürlich auch dazu sagen.
Also Tor würde ich mich entscheiden für Benny Kirsten und Jan-Ole Sievers. Zwei geile Torhüter. Ja, die absoluten Unterschied gemacht haben. Glaube ich, beide Niveau für höher. Ja, Abwehr würde ich jetzt nicht konkret auf Abwehr beziehen, weil man das so ein bisschen, ich würde jetzt einfach die Namen durchgehen. Einmal Zicke, also Robert Zickert, David Urban, Lukas Sirch jetzt noch bei uns, Robert Berger, Leon Heinke, Markus Krug. Boah. Würde dann weitergehen so auf Zentrum. Farid Abderrahmane, jetzt einer der ballsichersten Spieler, die ich kennengelernt habe. Paul Schinke, Daniel Becker, zwei absolut, also es waren die besten Techniker, mit denen ich bis jetzt trainieren und spielen durfte. Linksfuß, beide absolut super Fuß, super Technik, Zehner, geile Stecker, torgefährlich, muss man, ja. Pfeffi, Steini nicht zu vergessen, Matthias Steinborn, Sascha Pfeffer, Robert Berger, für hinten hatte ich schon. Ich würde gerne auch mit in der Mannschaft dann vorne spielen. dann muss die Dinger ja machen. Theo Ogbidi, Schnelligkeit. Ja. Auch letztes Jahr bei uns gewesen, Erik Fufak, eine gute Dynamik, freut mich für den Jungen, guten Weg gemacht, jetzt bei Essen, spielt, glaube ich, auch viele Tore mir vorbereitet. Wolle, Patrick Wolf auf 6, Leon Heink, Krugi hatte ich schon, ja. Natürlich auch so Spieler wie Salle, Mike Salewski, die damals ja noch in dem Meisterjahr oder davor dann auch teilweise auf 6 gespielt haben. Steffen Fritsch, Oberliga-Saison, auch mit auf. Extremer, harter Spieler. Ja, hatte viele, viele gute Jungs. Auch in der Zeit bei Cottbus natürlich. Ja, Leo Bittencourt noch zusammengespielt. Boah. Mit Kubilanski bei Cottbus noch. Ja, ich habe mir jetzt einfach, es ist jetzt einfach so, sage ich jetzt mal, eine sehr große Mannschaft, mit denen, wo ich natürlich auch viele noch Kontakt habe und viele Kumpels hatte. Aktuelle Mannschaft sind wir natürlich auch super Jungs, haben aber natürlich auch 10, 12 neue, wo ich ja, die jetzt auch ja. ein halbes Jahr erst mit denen unterwegs bin. Mit einigen schon länger, die habe ich vielleicht dazu genommen. Ich hoffe, fühlt sich keiner auf den Glück getreten. Jannis Held auch super Außenverteidiger. Linus Zimmer sich auch gemacht. Ja, es ist immer schwierig, das sich auf welche festzulegen. Hast du ja vorher gemerkt, ich habe lange zusammengeschrieben, konnte mich dann sowieso für eine 11 nicht entscheiden, habe dann noch mehr genommen. Von daher, ja. Ich hoffe, keiner fühlt sich auf den Schlips getreten. Aber mit der Mannschaft kann man schon Schlachten schlagen. Ey. Ich denke, mit der könnte man oben mitspielen, wenn die Chemie stimmt. Aber wie gesagt, wir sind ja mit der Meistermannschaft, haben wir das erste Jahr dann auch irgendwie 14er kurz gewesen. Dann ist der Trainer entlassen worden. Dann haben wir die Saison, glaube ich, auf dem Mittelfeld irgendwann belegt. Nächstes Jahr sind wir dann Meister geworden mit der gleich identischen Elf. So schnell oder so einfach kann das dann manchmal sein, wenn auch die Chemie stimmt. Ne? Ja. Schau mal, es hat unwahrscheinlich Spaß gemacht, bevor wir zur Fußball-Challenge kommen. Ich möchte mich im Namen von Stadion Talk erstmal bei dir und auch bei Lok Leipzig bedanken, dass das geklappt hat. Es hat wirklich extrem viel Spaß gemacht. Auch gerade das mit dem ersten Platz in der Regionalliga Nordost war sehr interessant, das Thema, was angeschnitten hast. Und erstmal vielen lieben Dank. Gerne. Das war das Interview mit Jamal Siane hier auf dem Kanal. Richtig emotional, abwechslungsreich, spannende Geschichten. Mir hat das richtig gut gefallen. Kleiner Ausblick noch, es gibt noch eine Fußball-Challenge mit dem guten Mann, also bleibt auf jeden Fall dran, gönnt euch die auch noch, die kommt dann demnächst hier auf dem Kanal, also jetzt sage ich ciao, ciao und haut rein.